Moin. Ja, und heute geht es zum nächsten Event nach München zum Tup-Mini-Stressen mit CEO. Wer CEO ist, werden wir jetzt gleich erfahren. Ich danke dir und nochmal danke an CEO. CEO ist ein YouTuber aus München. Er lädt jede Woche zwei Themen zu den Bereichen Comedy hoch. Er streamt auch hin und wieder auf Twitch. Unter anderem hat er auch schon Filme produziert. CEO ist seit 2013 mit bei Tup Münich. Somit auf dem Weg nach München. Ich mich auch einfach nochmal und wir haben echt schönes Wetter, muss ich sagen. Nie so schön. Regen, aber was soll's, können wir nichts machen. Ja, ich warte kurz auf meinen Bus und sobald der Bus da ist, fahren wir nochmal knapp 14 Minuten und dann sind wir da auch schon fast da. So, es ist irgendwie wie immer, wie es in München ist, komplett voll Unübersicht. Da vorne ist die Polizei. Ach, hier ist die U-Bahn-Station. So ein Gleise. Nee. Ja, irgendwie soll im JQ-Modul sonst was sein. Sieht gut aus. Kaffee nichts weg. Leute, irgendwie ist das hier irgendwie einfach nass, kalt und regnerisch. Ja, mal schauen. Den ich schon ein paar Mal gesehen habe online. Noch nicht im Real-Life, aber ja. Hier bin ich. Das ist so der gute alte Paul. Komplett unausgeschlafen, aber. Oh, hier bin ich. Nicht ausgeschlafen. Nee, das passiert aber auch ganz selten. Erstmal wirklich, wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. So, ich laufe mal ein bisschen hier nach draußen und ja. Ich habe hier mein Schulterstativ eben vor mir. Ein schöner kleiner Garten. Wir sind vor Ort, wir sind da. Ich kann noch nicht viel erzählen. Ein Haufen von Menschen. Ja, zwischen,
Also einmal gab es diese 2013er Zeit, da bin ich eingestiegen auf YouTube, das fand ich ziemlich stark, weil dann der verliebt um YouTube und mochte bei Titel gar nicht gemocht, ein Lani. 2014 war, glaube ich, so die Let's Draw-Zeit von Apecrime. Ich fand Let's Draw, also viel lustig, dann fand es immer ultra lustig und gut. Auch sehr aufwendig. Also ich weiß nicht, warum alle das immer zeigen, wie kommt es abgeschickt von mir haben. Vor allem, als Beckham das Ganze noch ein bisschen so aus dem Kinderzimmer raus war. So, er selber macht diese Videos und noch nicht ganz so groß alles. Da war ich auch ein riesen Fan von dem Content. So. Was hast du bis jetzt alles kaputt gemacht, so wegen dem Dreh? Du sprichst auch solche Sachen an, wie eben... Wie es werden. Ja, oder das zu tun halt, oder... Aber ich habe immer Dinge benutzt, die schon kaputt waren. Ich habe nie was kaputt gemacht für ein Video oder so. Das Brett war schon kaputt. Ja. Und das Brett, es war, sagen wir mal, sehr, sehr angeschlagen. Ich habe ihm das gegeben. So ein Bruchstelle. Ja, als wäre ich weiß, ich habe mir ein Schallbrett ins Gesicht gehauen. Welche Art von Videos oder Content wünschst du dir zurück, was damals so für dich interessant war und denkst, okay, das wäre vielleicht besser, wenn sowas öfter mal da wäre? Ja, ganz klar, der Comedy-Content hat wirklich. Also dieses Sketche, dass halt Leute eine Rolle schlüpfen oder spielen. Also heutzutage spielen fast alle Creator sich selbst halt einfach so. Ich bin meine Kunstfigur. Und ich finde es schade, ich finde es lustig. Also früher war das schon mehr Gang und Gäbe. Klar gab es auch Figuren, die fand ich nicht so lustig, aber so wie es Torgel noch macht zum Beispiel, hat auch ganz viele Figuren, die er schlüpft, finde ich stark. Und da bin ich manchmal mehr Charaktere. Oder auch Varian als gutes Beispiel. Ja, der spielt auch sehr viele Charaktere. Das mag ich. Das finde ich cool. Ich muss öfter was geben. Auch bei vielen, weil das ja dominierend auf YouTube. Danke für diesen geilen Talk und geilen Input. Ich kann mich raus. Ja. Ich würde jetzt einfach euch hier entsprechend chillen, mit Leuten auszutauschen, Netzwerken, Instagram-Namen austauschen, weil das Ziel ist, dass wir das wieder regelmäßig machen. Aber es funktioniert nur, wenn ihr wiederkommt. Ja. Und die Tatsache, dass ihr neugierig bleibt, kreativ bleibt und euch austauscht. Wenn irgendwelche Fragen sind an uns, an die Einrichtung, jetzt an Thomas, CEO. Ja. Heute ist der Tag da. Gerne einfach netzwerken und Fragen stellen. Hauptsache viel Fragen stellen, weil dafür sind wir da. Und wie gesagt, chill. Ja. Lass den Creator treffen los. So ein Monster. Ja, finde ich schon. Es ist ziemlich viel. Oh, spinnet ganz schön. Ja, dann schau auch da nicht rein. Müssen Sie den ganzen Tag das mitnehmen? Ja, ich. Ja, meins. Alter, übertreib halt! Weil wir fahren es tief nach Hause. Bleiben wir da, deswegen... Das war schon. Ich bin einfach hier gefangen für immer. Das war der heutige Vlog von Tup Mimis. Es war eine schöne, interessante Veranstaltung in München. Ich war sehr gerne da vor Ort. Alles andere erklärt sich von selber. Wenn ihr keine Event mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Bleibt auf den Laufenden. Und wir sehen uns einfach in der kommenden nächsten Video. Damit schönen Tag, macht gut, bleibt gesund. Ciao.